Sehr schön, ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4, eine neue Session, eine neue Folge. Bewaffnung steht im Moment. Noch behalte ich mal diese Waffen. Wir machen mal eine schnelle Schnellreise und machen direkt mal mit der Hauptstory weiter. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was da kommt. Also sprich, ich befürchte es. Oh oh, wenn es das ist, was ich meine, dann ist das auch wieder so ein Act, wo ich nicht weiß. Aber ich würde nichts ändern eigentlich an der Bewaffnung. Sehr schön. Wo ist denn jetzt die Hauptstory? Ich markiere mir die mal. Ah, ich drücke immer einen falschen Knopf. Wo muss ich denn da hin? Man weiß es nicht. Ja, ah. Ja, und es sieht einfach wieder genial aus. Grafisch einfach genial. Klar, das Spiel hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Wo muss ich denn hin eigentlich? Bin ich jetzt bescheuert? Wo muss ich denn hin? Okay. Du hast gar keinen Ausschnitt. Du hast gar keinen Ausschnitt. Du bist oben ohne, dann ist es kein Ausschnitt mehr. Bin ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich denn hin, Alter? Was hätte ich tun können? Den will ich gar nicht. Moment. Amita. Ja. Hallo. Hallo. Amita. Da ist Amita. Wie gesagt, ihr wisst ja schon, ich kenne das Spiel, wenn auch nicht alles. Halt dich von den Arenen fern. Mach doch lieber einen Töpferkurs. Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pargan. Und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Alles klar. Der Schlüssel nach Norden. Genau deshalb machen wir auch die Quest. Was immer du willst, mein Herzblatt. Ja, das sieht einfach genial aus. Und auch die Wasserspiegelungen und der Felsen, den man auch noch unter Wasser ein Stück weit sieht. Also ich finde es einfach nur genial. Wir werden auch bald die Waffen nochmal wechseln. Nur schon mal, werde ich schon mal ankündigen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so viel aufnehmen, aber Far Cry hat mich, immer wenn ich es spiele, dann packt es mich. Und dann kann ich nicht mehr aufhören. Wo müssen wir denn hin eigentlich? So mal ganz nebenbei bemerkt. Da. Alles klar. Dann mal los. Ja, wieder redet ja gar keiner. Was ist da los? Radio ist nicht an. Komisch. Iha. Er hat das M4
Ciao. Penner. Ciao. Alter. Kann man denn hier gar nichts mehr in Ruhe machen? Na komm schon. Jaha, oh oh. Ciao. Ciao. Im Moment kam mir ewig vor. Naja, zumindest haben wir sie verjagt. Ja, das gäbe doch nicht. Naja, halten wir die Viecher mal. Ich fühle mich aufgeladen. Mitnehmen, ich weiß gar nicht. Überfahr mich nicht! Alter! Gib mir doch nicht! Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Wolfsfelle überhaupt brauchen kann. Sehr schön. Der Wolf wäre auch Geschichte. Okay. Dann stellen wir die Kiste mal hier ab. Sehr schön. Lade nach. Okay. Dann gehen wir mal hier in Deckung. Sieht ein bisschen nach Propagandazentrum eigentlich aus, ne? Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Okay. It happens. Ciao. Da lebt immer noch der Penner. Wo ist er? Ciao. So, die andere Frage ist, wo ist meine Mine?
Jaha. Ciao. Sehr schön. Hinein. Amita, ich hab den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. Okay, und wie komme ich da hin? So nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Danke. Und ich muss es wohl nicht sagen. Viel Glück. Und bitte, lass dich nicht umbringen. Scheiße, meine Zielführung funktioniert irgendwie nicht so ganz. Mal wieder. Ich weiß nicht warum. Yeah. Bin ich überhaupt noch richtig? Na komm schon. Ciao. Ja. Yeah. Okay, einfach weiter. Ja. Komm schon, nein, vorwärts. Ja. Kaboom. Boah, ich sehe gar nichts. Weiter, weiter, weiter. Shit! Komm schon! Fuck! Ist gar nicht so einfach. Na komm schon! Wow, ich sehe nichts! Wow. Komm schon. Komm schon. Pams. Pams. Aussteigen. Verdammt mich! Kennst du den schon?
Ciao, Penner. Hallo? Na komm schon. Yeah. Komm schon. Geh auf die Sniper. Das war Nummer 1. Und ich glaube, das war Nummer 2. Nummer, der nächste bitte. Der übernächste, lade nach, komm schon. Na, wo ist er? Ciao. Ciao, jawohl. Das ist der nächste. Na komm, ich krieg dich. Ciao. Ja klar, sicher doch. Da hatte ich am Anfang einige Probleme. Lade nach. Brauchst du nicht suchen, ich hab dich schon gefunden. Yeah. Ja schön, so muss es sein. Es geht doch nichts über den Sniper. Da ist noch einer. Ciao. Lade nach. Okay, nichts mit nachladen, mir geht die Muni aus. Da ist noch einer. Ich wette, das sind die Rebellen. Ja, ja. Weiter. Deckung. Komm schon. Wo sind die alle? Okay. Lade nach, lade nach. Shit. Wen will sie denn vernichten? Und was heißt hier sie? Ich bin nur einer. Schnauze. Ciao. Amita, die Brücke ist erobert. Ich stelle dich durch. Fantastische Neuigkeiten, AJ. Scheiße, Moment. AJ, es nähern sich Feinde aus dem Norden, die königliche Garde. Paganins Elite. Die sind gut, aber sie dürfen die Brücke nicht zurückerobern. Okay, viel Glück. Okay, Minen.
Minen. Egal. Okay. Shit. Moment, was war das? Bringt mir nichts. Ja, komm schon. Na, dann kommt mal her. Na, wo sind sie denn? Okay. Der nächste bitte. Verstehe ich jetzt nicht, was muss ich denn jetzt machen? Ach, dahin. Alles klar. Achtung, Volk von Kyrat! AJ Gale, Held des Goldenen Pfades, hat die Brücke erobert, die uns von unseren Kameraden im Norden getrennt hat. Das ist ein historischer Tag für die Befreiung und ein herber Schlag gegen Kaganmins Tyrannei. An alle Truppen, rückt vor und sichert die Brücke. Scheiße! Wow! Alter, was war das denn? Komm schon! Wow! Scheiße, ich hänge irgendwo fest. Fuck! Ey, was geht denn da ab? Ich habe keine Ahnung. Heilen, heilen, heilen. Wow! Heilen, komm schon. Wow, ich weiß gar nicht. Ich werde wieder getroffen. Ich weiß wieder. Das ist manchmal was. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Oh. Das sehe ich anders. Durchhalten. Shit, keine Muni mehr. Oh oh. Fuck it! Na nur in die falsche Richtung, du Sackgesicht, du Elendes! Komm schon! Alter! AJ, Freiheitskämpfer sind auf dem Weg. Die sichern die Brücke. Triff dich mit ihnen. Du hast einen großen Sieg für die Freiheit errungen. Ja, das will ich doch auch hoffen. Aber zuerst will ich noch ein bisschen looten.
Sehr schön. Jiha. Ja, auch keine neue Waffe. Durchsuchen. Hab ich schon, ich will noch ein bisschen looten. Yeah. Ja, ja, habe ich mal wieder die ganze Arbeit gemacht. Vorsichtig annähern. Sehr schön. Lade nach. Langsam. Sehr schön. Nein, ich will nicht gar nicht einsteigen. Nehme ich wieder mit. AJ, im Namen des Goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita, danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Und dieser Weg führt direkt über Paganin. Die kommen natürlich erst hinterher. Na, da brauche ich doch mal einen Schluck Kaffee hier. Iha. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Sehr schön. Munition. Alter, da hat's mich wieder gestresst, der mit seinem Scheiß. Gedingse da. Alter. Ja, meine Lieben, was haben wir denn hier? Das war's wieder mal für diese Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, die brauche ich nicht. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, have a nice day. Bis bald.